Mit 2.4 kam auf dem CN die neue Titanrüstung. Diese wird eventuell auch bei uns auf dem Global mit 2.4 kommen. Ihr habt noch nie davon gehört, wisst nicht, was es damit auf sich hat oder habt keine Ahnung, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt und was das Ganze bringt? Ich beantworte euch alle eure Fragen. Titanrüstung ist dafür da, um eure bisherige Goldrüstung noch weiter zu verbessern. Bisher können nur Handschuh, Hose, Schulterplatte, Brille und Motor zur Titanrüstung verbessert werden. Zudem müsst ihr dafür bereits Level 90 sein. Wenn ihr euch mit dem Verbessern von dem normalen Gear noch nicht auskennt mit der Goldrüstung, dann schaut dazu gerne mein Rüstungsguide unten in der Videobeschreibung an. Wie ihr da bereits erfahren habt, gibt es einen Grundwert, eine freigeschaltete Verbesserung und zufällige Werte bei jedem Goldteil. Mit der Titanverbesserung könnt ihr noch zwei weitere zufällige Werte hinzufügen. Und das Ganze sieht dann so aus. In den vier Ecken hier seht ihr eure vier Substats, die ihr bereits auf der Rüstung habt und bereits kennt. Links sind die Mainstats der Rüstung. Die sind ja immer gleich, also das ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist hier das auf der rechten Seite. Dort könnt ihr nämlich noch zwei neue Random Stats dazu bekommen. Das System funktioniert so. Die Verbesserung, also die neuen Extrawerte, werden basierend auf euren bereits vier existierenden Subwerten random draufgerollt. Zudem werden die bereits existierenden Werte alle ein kleines bisschen noch verbessert oder verschlechtert. Ganz einfach erklärt, ihr könnt ja bisher ein Gearteil, ein Goldgearteil, bis zu 5-mal verbessern, also Sternen. Sind die meisten Verbesserungen, also Sterne, in Elementar-ATK gerollt, also Voltangriff, Flammenangriff, Frostangriff oder physischer Angriff, so bekommt ihr zwei zusätzliche Stats, die auch Elementar-ATK sind. Aber nicht dasselbe ATK-Element wie euer Mainstat. Der Mainstat ist das, wo die meisten Verbesserungen draufgerollt sind. Ihr habt zum Beispiel ein Teil, welches 3 von 5 Mal bereits in Voltangriff reingerollt ist, dann ist Voltangriff hier euer Mainstat. Und daran orientiert sich dann die Titanverbesserung. Ihr Titan verbessert dann euer Voltangriff-Teil und bekommt dann zum Beispiel Flammenangriff und Frostangriff extra dazu. Dasselbe gilt für den Motor. Hier kann auf dem Goldgear aber auch Ele-ATK% drauf sein und bei der Titanverbesserung bekommt ihr dann zwei andere Ele-ATK%-Stats, die random sind. Und wenn da bereits Elementar-Schadensbonus drauf ist, bekommt ihr bei der Titanverbesserung zwei andere random Elementar-Schadensboni. Das Ding ist aber, wenn ihr ein Goldgear-Teil habt, das zum Beispiel 3 von 5 Rolls in ATK reingerollt ist, dann bekommt ihr bei der Titanverbesserung zwei random Defensiv-Stats dazu, wie HP oder Widerstand. Dasselbe gilt für Goldteile, die bereits in HP oder Widerstand als höchsten Sternverbesserung auf dem Goldteil haben. Wenn ihr diese Titan verbessert, so bekommt ihr hier zwei andere random Defense-Stats dazu. Für Crit gibt es bisher keine Verbesserung. Diese ganze Titanverbesserung soll dazu beitragen, dass man auch Waffen spielen kann, die nicht vom selben Element sind, also drei verschiedene Ele-Waffen im Team oder auch Rainbow-Team derzeit genannt. Nun fragt ihr euch sicherlich, wozu zum Frick braucht ihr das, wenn ihr eine 3-Waffen-Kombi vom selben Element spielt und dies auch derzeit noch mehr Damage macht als ein Team mit 3 unterschiedlichen Ele-Waffen. Also zum Ersten, ihr könnt so leichter verschiedene Teams bauen, zum Beispiel ein Full-Ice-Team und auch ein Full-Feuer-Team, da eure Rüstung dann beide Element-Typen abdeckt, falls im Grenzkampf hart gerade euer Element Resistenz hat. Oder für die wechselnden Aufgaben in der Sinnestäuschung. Oder zweitens, was ich das Wichtigste finde, denn was ist, wenn ich Volt-Main bin und 3 Volt-Waffen benutze, aber meine Goldrüstung absolut nicht auf Volt rollen will in den Substats? Dann ist die Titanverbesserung super, denn ich habe mehrere Goldteile im Inventar, die 4 oder 5 Mal in ein anderes Element gerollt sind, wie zum Beispiel Feuer. Ich wollte es nie wegwerfen, weil ich dachte, naja, baue ich vielleicht irgendwann doch mal ein Feuerteam oder so. Doch nun hat das Teil auch für mein Volt-Team einen Sinn. Denn ich kann dieses Feuerteil nehmen und da der Main-Substat Flammenangriff ist, wird entweder Volt, Frost oder physischer Angriff mit der Titanverbesserung da drauf kommen. Und wenn ich da Volt drauf bekomme, dann kann ich dieses ursprüngliche Flammenteil auch super für mein Volt-Team benutzen. Die Titanverbesserungen werden aber immer ca. 5-10% schlechter sein als der Mainstat auf dem Goldgear, an dem es sich orientiert. Das heißt aber allgemein, ihr solltet eure Gearteile behalten, die bereits einen hohen Ele-Angriff haben, egal welchen. Hauptsache es ist am meisten in Ele-ATK reingerollt. Dann kann man mit der Titanverbesserung immer noch ein Piece draus machen, das man verwenden kann für sein Team.
Im Umkehrschluss heißt das allerdings, dass es eher unvorteilhaft ist für die Zukunft, wenn man Goldgear-Teile hat, die hauptsächlich in ATK gerollt sind bei den Substats und nicht in Ele-ATK, da man mit der Titanverbesserung dann Deathstats wie HP oder Widerstand bekommt. Ein Goldgear-Teil kann man derzeit bis zu 200 Mal neu rerollen, also bis zu 200 Mal in die Titanverbesserung schicken, bis man zufrieden ist. Es kann auch passieren, dass man bei der Titanverbesserung noch einen dritten neuen Random Stats dazu bekommt. Das ist dann etwas ganz Neues und kann sowas sein wie Skill Damage Boost, Dash Attack Boost, Ulti Boost und so weiter. Darauf sollte man sich aber nicht fokussieren, mit Glück passiert das einfach nebenbei. Das Material für die Titanverbesserung könnt ihr dann wahrscheinlich aus der festgelegten Forschung erhalten, der Sinnestäuschung und oder neuen NPCs im Housing-System für Housing-Material. Wie das bei uns sein wird und ob oder wann wir die Titanverbesserung überhaupt bekommen, steht leider noch nicht fest. Für aktuelle Informationen lasst gerne ein Abo da oder schaut bei mir auf Twitch vorbei. Ich würde mich freuen.